Ja, Roman Kienast ist wieder zurück in Graz nach einem Auftritt bei der Austria, Meistertitel und Champions League, sehr erfolgreich auch dort. Das Kernel hat dich wieder. Wie hast du dich schon eingelebt in Graz? Ja, also es ist eigentlich so, als wäre ich nie weg gewesen. Die Mannschaft hat mich wieder super aufgenommen. Und ja, man kennt ja das Umfeld und die Leute da und ja, es ist einfach so, als wäre man nie weg gewesen. Du hast kurz nach deiner Verpflichtung gesagt, Ziel ist es, wieder regelmäßig zu spielen. Aber wer dich kennt, weiß, dass du sicher mehr willst. Du warst Meister mit Rapid 2005, mit Sturm 2011, mit der Austria 2013. Hast mit Rapid Champions League gespielt und mit der Austria Champions League gespielt. Jetzt fehlt noch ein Mosaikstein. Ist das ein Ziel? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das muss ein Ziel vom gesamten Verein und von der gesamten Mannschaft sein. In der Liga ist alles möglich. Wir haben ein paar Punkte Rückstand und das wird wichtig sein, dass wir zu Beginn der Meisterschaft jetzt die ersten paar Spiele gewinnen und dann hoffentlich hat man einen Selbstläufer und dann. Wenn man schon gute Truppen sein, dass wir den zweiten Platz anpeilen. Aber da müssen wir hart dafür arbeiten und konzentriert sein. Du hast es schon angesprochen, die ersten vier Spiele sind gleich direkte Konkurrenten. Ist das schon der wichtigste Mosaikstein in dem ganzen, im Frühjahr oder in der Rückrunde, dass man einen internationalen Startplatz zumindest holt oder sich sogar für die Champions League qualifiziert? Ja, das ist einer der Grundsteine, was man sich legen muss. Also man muss natürlich schauen, dass man so wenig Punkte wie möglich abgibt, die ersten vier Spiele. Gegen unmittelbare Konkurrenten ist immer wichtig, nicht zu verlieren. Und ja, auch die Vereine, die hinter uns sind, die Spiele müssen wir genauso gewinnen, weil ich glaube, es zählt jeder Punkt, es will jeder Zweiter werden. Und ja. Deswegen müssen wir von Anfang bis zum Ende einfach eine gerade Linie durchziehen, dass wir einfach gegen jeden Gegner, der kommt, gewinnen wollen. Bis dorthin sind noch einige Wochen Vorbereitung. Jetzt sind wir gerade in Belek. Welchen Eindruck macht das Team auf dich? Du bist zwar erst kurz da, aber was sind deine ersten Eindrücke von der Mannschaft? Ja, also eine sehr gute Mannschaft, viele junge Spieler, wo extrem viel Talente dabei sind. Das sieht man sofort und man sieht auch wieder beim Training, wie sich der Franco das vorstellt. Das hat einfach eine Linie und ich denke, wenn wir das gut übernehmen, was der Franco von uns verlangt, dann wird das, glaube ich, ganz gut ausschauen. Kennst du den Franco noch von vorher, bist jetzt wieder zurück. Viele sagen, er hat sich verändert. Er sagt auch selbst, man verändert sich als Mensch einfach. Hat er sich verändert? Das kann ich in der kurzen Zeit nicht sagen. Also, was man so hört, das Training, die Trainingssteuerung hat sich ein bisschen geändert. Also, er macht wirklich fast alles mit Ball. Vor einigen Jahren waren es noch viele Läufe. Aber wie gesagt, die Methoden im Training ändern sich und da wird er wahrscheinlich auch dazugelernt haben. Aber er macht sicher seinen Job ganz gut. Mit 30 waren wir schon einige Male im Trainingslager, hast schon einiges erlebt im Ausland. War da irgendein Schmankerl dabei? Es gibt eigentlich immer Schmankerl als Fußballprofi und man sieht ja auch, dass da bei den jungen Spielern da auch immer der Schmäh rennt und ja, da gibt es jeden Tag Highlights. Dein Trikot gibt es ja auch bald im Fanshop, diesmal mit der Rücknummer 42, weil die 24 schon vergeben war. Warum diese Zahlenkombination 2 und 4? Hat das irgendeinen Ja, Hintergrund? also mein Sohn ist am 24.02. geboren und ja, ich habe zufällig bei Sturm die 24 bekommen und auch zufällig gerade mein Sohn am 24. geboren, deswegen bin ich da ein bisschen abergläubisch. Okay, und du hast jetzt im Trainingslager in Belek den Zimmerpartner Martin Ehrenreich. Komischerweise hat er. Oder nicht komischerweise, aus Überzeugung hat er schon gesagt, dass er gehört hat, Roman Kienast ist bei uns Thema, ist er sofort ins Büro gekommen und hat gesagt, wenn das eintritt, dann muss die Zimmerbelegungsliste sofort geändert werden. Er will mit dem Langen ins Zimmer, hat er gesagt.
Ich habe ihn gestern dazu befragt, warum er das gemacht hat. Schauen wir uns das kurz an, was er gesagt hat. Martin Ehrenrecht, das erste Training ist absolviert. Die Zimmern sind bezogen. Dein Zimmerpartner, Neuzugang Roman Kinas, so kennst du ihn ja schon von früher. Was beschreibt ihn? Ja, seine Körpergröße in erster Linie. Also er wird nicht umsonst der Lange genannt bei uns. Und sonst ist er einfach ein netter Kerl, ein lässiger Typ, der sicher zu 100% bei uns in die Mannschaft passt. Du hast sofort, wie du gehört hast, dass der Wechsel vor der Türe steht, gesagt, wenn das wirklich eintritt, dann muss die Zimmerbesetzungsliste sofort geändert werden und du willst mit dem Roman ins Zimmer. War das vorher auch schon so, wie er das erste Mal da war? Nein, nicht wirklich, aber wir sind ja mittlerweile über die Jahre hinweg ein guter Freund gewesen und blieben auch. Und ja, in erster Linie wollte ich einfach sein Comeback so einfach als möglich gestalten. Deswegen habe ich gedacht, legst du mit ihm ins Zimmer. Wenn ihm in der Nacht kalt ist, legst du ihn zu. In der Früh ist Zeit, weiter ein bisschen aufschütteln und dann, ja, ich schaue schon auf ihn. Was würdest du ihm auf den Weg geben für seine zweite Karriere bei Sturm? Mach's einfach so wie damals. Ja, mein Early ist so, dass ich einfach seit meiner ersten Sturmzeit einfach, wir sind gute Freunde geworden und das hat sich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder unterschrieben habe, eigentlich immer Kontakt gegeben. Wir haben sie regelmäßig getroffen, war auch bei seiner Tochter bei der Taufe eingeladen in Graz und ja, der Kontakt ist nie abgebrochen und wir haben uns einfach immer zusammen telefoniert und das hat sich so ergeben. Also wir sind unsere Familie und seine Familie ist eigentlich richtig gute, sind richtig gute Freunde und ja, deswegen verstehen wir uns so gut. Bei ihm ums Eck wurden jetzt Wohnungen gebaut. Ist das schon vielleicht schon Thema? Schaust du die schon? Ja, also ich bin jetzt im Trainingslager dabei, eine Immobilie zum Suchen. Gefunden habe ich noch nichts, aber schauen wir mal. Du übersiedelst wieder von Wien nach Graz. Was hast du an Graz am meisten vermisst? Abseits vom Fußballerischen jetzt. Ja, also Graz ist eine irrsinnig super Stadt. Also vergleichbar zum Wien. Es ist halt alles viel kleiner und man ist gleich überall. Und auch die Leute sind extrem relaxed, meiner Meinung nach. Aber ja, also Graz hat mir immer extrem taugt und ja, bin froh, dass ich wieder da bin. Du bist froh, dass du wieder da bist. Danke fürs Interview. Wir wünschen dir alles Gute und eine mindestens so erfolgreiche Zeit in Graz wie die erste. Ich hoffe es. Danke.